Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal und heute mit der Partie Kaiserslautern gegen Osnabrück. Falls die meisten wissen oder vielleicht wissen sie es auch nicht, dass ich ein bisschen aus der Nähe von Lautern komme. Deswegen habe ich mal gedacht, ich mache mal ein Lautern-Orakel. Ich hoffe, euch gefällt das genauso wie die Bayern-Orakels. Ja, also ich schätze mal, dass ich tippe mal auf ein 2-0 für die Lauterer. Osnabrück ist ja, glaube ich, letzter. Zusammen mit dem Kollegen Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie kommentieren. Keiner hier vorne. Hallo, wo seid ihr denn alle? Klingt nach einer unheimlich spannenden Partie, Buschi. Spannende Sache, Wolf. Sehr interessantes Duell. Wer kommt besser rein in die Partie? Ganz sicher. Oh, gute Chance. Gut gehalten, ne? Also ich hoffe, dass die Lauterer mal wieder aufsteigen. Also, ja, in die erste Liga. Ach. Nein! Ach. Ja. Unaufhaltsam. Ganz wichtig, da muss er hin. Ah, du kleiner Monk. Ja, die Lauterer sind auch ziemlich weiter unten drin. Ah, nein. Riesenglück, dass da die Latte rettet. So, Tor Nummer 1 ist also gefallen hier in diesem Spiel. Drin ist der Ball. Okay, so sollte es eigentlich nicht ausgehen. Was habe ich denn da gemacht? Wir sehen es hier in der Wiederholung. Erst der Alu-Treffer. Ach. Okay, jetzt muss ich mich anstrengen. Also 2-0 wird schon mal nicht mehr. Ritter. Guter Spielaufbau jetzt. Letzter Mann, ja. Das sieht mir ganz. Oh je, Elfmeter, da bin ich so richtig schlecht drin. Ganz klare Entscheidung, er war letzter Mann. Und so bitter das ist. Und ich spiele nur noch mit 10 Mann. Das ist ja. Gleich wird hier ausgewechselt. Ja. Ach, ich weiß. Hä? Ich dachte, das wäre im Dings gewesen. Ach. Da müssen Sie weiterhin aufpassen. Ich dachte, das wäre im Strafstoß gewesen. Ach, im Strafstoß. Ich meine, im Dings. Ja, ihr wisst ja, was ich meine. Mit viel Zug in Richtung Mitte. Die Chance. Kein Tor. Ach du Scheiße. Chance zum Ausgleich. Sowas darf man nicht liegen lassen. Komm schon. Ran an den Mann. Er bleibt weiter am Ball, will er es alleine machen. Hä? Klasse, die Balleroberung im Angriffsdrittel. Hallo, was machen die da? Also, das ah ja, hätte mich aus dem Winkel. Gewundert, wenn der reingeht. Also, der Winkel einfach zu spitz. Machen Sie gut, das kann was werden jetzt. Der Angriff könnte was werden. 1-1. Ja, Wolski. Das sieht doch schon mal besser aus. Schön durchgesetzt, zieht am Verteidiger vorbei. Das ist eine seiner großen Stärken. Dieser Zug zum Tor, unnachahmlich. Das sieht doch schon mal besser aus. Und damit alles auf Anfang. Ache, was? Der Torschütze. Ache. Weg hier. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Hopp, jetzt hol dir den Ball. Was? Ach. Blöde war ich. Ecke kommt ins Zentrum. Der Ball ist erstmal rausgespielt.
Der geht genau auf den Torhüter. Ist überhaupt noch einer vorne, ja. Ritter. Oh. Rittersport. Ach, das gibt's doch nicht. Das war wohl das letzte Mal, dass er sowas ohne Verwarnung übersteht. Versuchen wir irgendwie in die Mitte. Der Ball kommt. Boah! 2-1, jawoll! Der war ja mal richtig gut. Top, top, top. Hier nochmal die Entstehung dieses Treffers. Die Flanke kommt rein und dann trifft er die Kugel wunderbar mit dem Kopf. Das ist technisch vor allem. Wow, der war richtig gut gemacht, der Freistoß. Und Halbzeit. Das war die Lauterer führen 2-1. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Halbzeitpause. Bis gleich. So, da sind wir wieder aus der Halbzeit. Laudon führt 2-1 und ich spiele jetzt mit Osnabrück. Alle sind bereit, die zweiten. So, gucken, ob die irgendwas machen können gegen Laudon. Und er gewinnt den Zweikampf. Sie machen Ach. Einen Kopf hin und so geht der Ball raus. Michael Cuisance. Oh! Und da geht der Spieler dazwischen und fängt den Pass ab. Ich wusste gar nicht, dass Cuisance jetzt in Osnabrück spielt. Der ist auch ganz schön abge. Das könnte gefährlich werden. Naja. Klasse vom Verteidiger. Der hätte damals nicht zu Bayern gehen sollen. Wäre vielleicht besser gewesen. Hm. Oh, shit. Gut gedacht, schlecht gemacht. Der Ball ist über der Linie, Einwurf. Oh. Könnte jetzt was werden. Oh, 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 oh. Das ist die Chance. Barani kommt aber weiter Gefahr. Ja. Ui, nein, ich dachte, er würde durchlaufen. Mensch, was macht ich denn? Ach. Sie bekommen den Einwurf jetzt. Ja, ich weiß. Oh, Tache geht raus. Gehen. Wer kommt rein? Stojkovic. Also. Die Chance jetzt. Kein Hui. Guter Abschluss. Ja. Hey. Oh, Mann. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Ach. Manchmal spiele ich auch noch Mist. Ich muss öfters... EFC spielen. EAFC. Oh, oh, oh. Entscheidung liegt noch, noch 10 Spielminuten. Kann Osnabrück noch den Ausgleich schaffen? Ja, Ball wird hier gut in den Rückraum gespielt. Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Tor. Ja, Osnabrück mit einem Mann weniger ist ein bisschen blöd. Der Ball ist weg. Meine Güte! Ritter. Rittersport. Und jetzt ein Schuss. Klasse gemacht, stark geblockt. Komm, lauf. Lauf doch. Alter. Nur eine Minute noch Nachspielzeit, dann ist hier Schluss. Oh. Das Spiel ist aus. Die Gastgeber gewinnen also diese Partie. Sie holen sich also Laudon spielt hier im Orakel 2-1. Umso größer ist die Freude, dass sie es hier am Ende gepackt haben. Gut.
Da würde ich sagen, war's das. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder so. Oder im Livestream. Da würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.